Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chaos in Deponia. Wir quatschen jetzt mal mit dem lieben Not. Entschuldigung. Was willst du denn? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Wo ist dein Kumpel? Spielst du ja auch diesen Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin ein begabter Bastler. Ich bin unverwüstlich. Ich bin unglaublich lässig. Ich bin ein guter Zuhörer. Ich werde bald schon bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unverwüstlich. Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja? Dass mein Hinterkopf, ja? Schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen. Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte... Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei... Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. So, und jetzt quatschen wir mal mit dem hier. Darf ich noch mal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Wogegen rebelliert ihr denn? Kann man bei euch einsteigen? Ich muss mit euren Anführern sprechen. Lasst uns spielen. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat ihr der Organon denn getan? Er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow. Der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt.
Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Vergiss es. Der Weg zu unserem Unterschlupf ist geheim. Trefft ihr euch nicht im Keller von Janoschs Mutti? Mag sein. Aber das geheime Klopfzeichen kennen nur die Mitglieder. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Und wir gehen in die Toilette rein. Verschlossen. Bro, Alter, du hast den Schlüssel. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Alter. Was ist das? Okay, was machen wir jetzt? Wir müssen die Katze rasieren. Gibt es hier irgendwo eine Katze? Na. Mir ist da was eingefallen. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Okay, jetzt haben wir eine Gurke der Erkenntnis. Okay. Eine Gurke der Erkenntnis.
Gut, wir wollten auch schon lange mal in diesen Gadget-Shop rein, ne? Wo wir noch nie waren von Anfang an. Und ich weiß nicht mal, wo der war. War irgendwo ganz am Arsch der Welt, ja? Ah, da. Lol. Saftpresse. Eine sehr... Lotto spielen an. Lotto spielen an. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und... Aham. Ist ja schon gut. Okay. Ein Schredder haben wir noch hier. Oh. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Dann kommen wir da oben an die Brille dran. Lol. Und was jetzt? Warum waren wir vorher nicht hier drin? Au! Ein Schredder. Bananenkrümmer. Bananenentkrümmer. Können wir da Gurken entkrümmen? Mit diesem Gerät lassen sich das ja bereits mit. Ausschließlich Bananenkrümmer. Okay. Wie kommt man denn da rein? Ah, ich habe eine Idee. Moment. Jetzt bin ich aber mal Moment. Au! Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Beil! Au! Oh. Ich dachte, wir können das anziehen. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha. Von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende. Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein und dafür brauche ich kein Nein. Mein Oh. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Wade einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Und dann? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann.
So, und dann diese das. Unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Na nu, wo sind Sie denn? Ich kann Sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Hallo. Hallo. Was man sich hier anhören muss. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Ast rein. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Ja, und damit hätten wir den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Ja. Können wir die Brille wieder nehmen? Ist ja schon gut. Dann gehen wir wieder raus. So, ja, und das war's auch schon für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.